Diesmal gibt es Trommelwirbel zum 15. Dampfloktreffen in Dresden. Dieses fand am Wochenende vom 14.04. bis 16.04.2023 statt. Deshalb galt mein Interesse besonders denen im Volksmund als Wumme oder Tigertrommel benannten und bei der Deutschen Reichsbahn als V200 und ab 1970 als Baureihe 120 bekannten sechsachsigen Großdiesellokomotiven. In Dresden waren drei Stück anwesend, einmal 120-338 vom Verkehrsmuseum Dresden, aus Tschechien kam T679-1529, dieses ebenfalls betriebsfähig, hat aber keine Zulassung für deutsche Strecken. Und natürlich aus Arnstadt kam die betriebsfähige 120-274. Los geht es jetzt mit dem Starten des Motors und der Auffahrt der 120-274 auf die Schiebebühne, damit dann die Lok in Kürze einen Sonderzug zusammen mit 52-8154 von Bischofswerda nach Klingenberg-Kollmitz bespannen kann. Wie man sieht, waren ein paar Versuche nötig, die Schiebebühne korrekt zu platzieren, um die Auffahrt der Lok zu ermöglichen.
Jetzt verlässt die Lok das BW-Gelände, um an den Wagenpark des Sonderzuges zu rangieren, um diesen dann in Kürze bis nach Bischofswerda nachzuschieben. Zwanzig führt jetzt den Sonderzug von Bischofswerda kommend an. 52 verlässt dann den Zug in Dresden-Altstadt. Die Wumme ist jetzt alleine mit dem Zug auf der Tarantarampe unterwegs, hier bei der Durchfahrt durch den Bahnhof Edle Krone.
Jetzt geht es wieder zurück nach Dresden. Am Sonntagabend begaben sich 21.274 zusammen mit 41.1144 auf die Heimfahrt nach Thüringen über die Tharander Rampe. Auch meine Lieblings-132er machte sich zusammen mit 112.364 und dem Klauchauer Holzroller 211.013 über die Rampe nach Hause. Den Reigen eröffnete über die Rampe der Sonderzug bestehend aus 50 36 48 und 35 10 97. Die E77 10 bringt den Zug der Line zurück nach Dresden und für die Dampfloks geht es dann in die jeweiligen Heimat-BWs. Auch die 52 81 54 ist auf der Heimfahrt und wird bald ihr Heimat-BW in Leipzig-Plagwitz erreichen. Damit endet mein Unterbericht vom 15. Dampflok-Treffen in Dresden. Damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Eisenbahnerlebnis.